Derby, wichtiges Spiel für uns. Und ja, ob wir bis jetzt keine Punkte erreicht haben, sollten wir unser Vertrauen halten, mit mehr Vertrauen spielen und keine Angst haben. Wir müssen unser Spiel machen, wir müssen wagen zu spielen, der Ball fordern, wir müssen auch wagen nach vorne zu spielen und wir können viele Mannschaften schlagen, da bin ich überzeugt. Köln ist Köln, eine sehr gut organisierte Mannschaft, gefährlich bei mehreren Situationen. Das ist nicht gut, das ist sehr, sehr schade, dass wir keine Fans mit uns nach Köln haben. Ja, es werden sowieso ein Teil kommen, ich denke. Aber das ist schade, dass wir an diese, wie sagt man in Deutsch, an diese Extremität gehen müssen. Das ist unglaublich. Ein leerer Fanblock ist natürlich jetzt extrem schade. Jetzt gar nicht speziell, weil wir null Punkte haben, sondern generell in einem Derby, weil das Derby lebt ja dann von dieser Emotionalität, von der Stimmung. Aber darauf müssen wir uns jetzt einstellen und werden das auch tun. Wir sind nicht vom DFB bestraft worden in der Hinsicht, dass das Gästekontingent reduziert wird, sondern ich sag mal, die faktische Bauweise des Stadions in Köln führt dazu, dass die Polizei und der Verein gesagt hat, wir können euch nicht 10% geben, sondern nur 7%. Und dagegen, gegen diese Ungleichbehandlung und unfaire Behandlung, dagegen wehren sich die Fans und wollen ein Zeichen setzen.